Hallo und da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Runde. Ja, wie lange ich das jetzt noch spielen werde, egal, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Eigentlich will ich ja nur noch alles entdecken und dann werde ich für mich selber weiter spielen. Und gerade eben habe ich irgendwie wieder einen Auftrag bekommen, totale Verwurmung oder globale Verwurmung, so gesagt. Die haben wir doch abgeschlossen beim letzten Mal. Aber irgendwie wurde mir das gerade eben als Quest angezeigt. Hier oben müssen wir auch nochmal alles nach absuchen. Naja. Wie gesagt, ich habe schon zweimal drüber nachgedacht, ob ich das jetzt nur auf mich selber mache, hier die ganze Chose. Das Suchen und Finden. Auftreten und verschwinden. Aber. Wir sind da! So, haben wir das Auto schon? Nein, das haben wir noch nicht. Das müssen wir noch weg. Intelligente Lebensform nähert sich. Ich halte das für ein Gerücht. So wie ich mich manchmal anstelle. Ort entdeckt und ausgeräumt. So, weil wir dieses Auto komischerweise noch nicht haben, bringen wir das erstmal wieder zurück. Na komm, weg damit. Irgendwie ruckelt das Spiel gerade. Okay, das sieht gut aus. Jo. Alles klar, danke. Wir haben noch ein Fahrzeug wieder freigeschalten und ein paar Teile dafür bekommen. Man kann ja immer Fahrzeuge abgeben, die man auch schon gefunden hat. Da kriegt man ja Geld dafür. Das ist für diesen großen, für diesen Convoy Runner, sag ich jetzt einfach mal. Diese Festung da, dass ich da beim letzten Mal kein Geld bekommen habe, das ist natürlich traurig. Das Glück ist dir Holz, oh ungewaschener. Hinten gewaschen, und? Wie gesagt, diese Rennen kann man auch immer wieder machen, aber so richtig einen Nährwert hat es nicht. Man gewinnt das Rennen. Wir sind da! Okay. Ich glaube, wir müssen raus. Oh. Stonehenge? Rennen und dabei stehen. Okay, damit hatte ich jetzt hier nicht gerechnet. Mit so viel Gegenwehr.
Massierte Bombe angeleuchtet. Von was? Irgendwo liegt hier das Pad. Ach da, hab's gesehen. Shrouded gesichtet. Ihr müsst rüber zu den Steinen. Ein Spähtrupp, der Shrouded wurde, in der Gegend gesichtet. Sie haben sich weit in unser Gebiet vorgewagt. Findet sie und macht sie kalt. Carl Calhouni. Okay. Das haben wir ja jetzt so, da haben wir jetzt auch. Nee, haben wir noch nie ganz. Ah, da. Ich hab ganz rasch die Stelle. Entdeckt Clank. Die Polarkisten haben wir und da liegt noch das Datenpad. Schlaue Mutanten. Odie hat neulich Abend davon erzählt, wie einige seiner Mutanten abgehauen sind, haben die Käfige aufgeschlossen und sind in die Nacht verschwunden. Die halten mindestens 30 Mutanten in Ketten, die rund um die Uhr die Pulpe vermanschen. Okay. Odie hat gesagt, wenn sie sterben, verbinden sich die Drüsen der Mutanten mit der Melasse und bilden einen super coolen Mutantensirup. Und dann platzen neue Mutanten aus der Melasse, die aussehen wie abgemagerte Zwerge. Aber Odie hat erzählt, dass sie dich ansehen, als wären sie echte Menschen. Die Intelligenten hatten versucht, die Dummen zu töten. Darum hat Odie sie eingesperrt. Aber sie sind abgehauen, bevor seine Jungs mit den Flammenwerfern da waren. Okay. Nur weil die einen die anderen töten wollten, also ja, den Mutanten, heißt es nicht gleich, die sind schlau. Die haben sich dann festgestellt, dass sie intelligenter sind als die anderen. Oh. Oder? Schade, funktioniert nicht mehr. Angeblich kann man auch bei den Rennen Ziel irgendwie erreicht. Angeblich kann man auch bei diesen Autorennen oder was auch immer da so, ich sag mal, wie Outfits sammeln. Für diese Rennwagens. Dann soll ich aussehen. Aber ich hab so zwei, dreimal gekämpft, mitgefahren. Hab nichts bekommen. Das ist echt schwierig. Energieschilder erkannt. Versuche es mit einer anderen Waffe. Waffe überhitzt. Wow. Ich würde ja gerne bei dir bleiben, aber es ist Zeit für ein Nickerchen. Okay. War gerade ein bisschen blöd. Hä? Das kann halt wirklich ganz schön viel aus. Lass mich einweisen. Bin bald wieder da.
So, gibt's hier. Sieht immer noch cool aus. Gibt's hier irgendwie einen Regenbogen? Nee. So, wo wollte ich jetzt hin? Da. Ich bin nur gerade in den Panzer verfolgt. Ich wollte unbedingt mal so einen Panzer mit dir haben, aber irgendwie kann dafür nichts. Oh Gott. Festgefahren! Ah, na gut, nie ganz. Erstmal Munition. Wir holen uns erstmal Munition, damit wir auch volle Munition haben. So, komm. Hm. Draußen, Papi, ist echt. Du bist zurück! Geiler Scheiß! Das habe ich jetzt auch gerade irgendwie verstanden. Ich habe die Rakete gestartet und die ist nach oben weg und... Ja. Also verfolgt haben sie dann niemanden. Wiederhergestellt. Ich freue mich echt schon auf so eine Stufe 10 Turm. Systeme voll wiederhergestellt. Also. Konvoi.
nach einem Banditendepot. Das gefällt mir gar nicht. Oh, schön. Komm schon, ist das alles? Und 20 mm geschossen, ist doch schon sehr okay. Okay, jetzt muss ich wieder so suchen. Ja, und sich selber in die Luft. Wo sind wir hin? Aber irgendwas ist schade. Ich hoffe, das wird in Zukunft noch behoben. Auch, ich denke mal, das wird vielleicht auch sogar behoben sein, bevor die Folge hier überhaupt erscheint. Weil bei mir ist es noch derzeit so, sobald ich versuche in den Shop zu gehen, um mir anzugucken, nur was da an Sachen gibt, die man sich kaufen kann, also man sich für echt Geld, stürzt bei mir sofort das Spiel ab. Das lädt vielleicht 1-2 Bilder und danach flupp abgestürzt. Dix Diag. Also hier. Ja. Grafikkarte etc. etc. Hab ich sonst bei keinem Spiel, bis auf bei dem hier. Halt eben, es passiert auch nur beim Store. Gibt es 14 Sprengen, also ja, so Kanister. Ach da. Noch zwei. Ach da, genau hinter mir. Schade. So, der Ort ist bereinigt. Auf zum nächsten. Sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Das Glück ist hier Holz, oh Ungewaschener. Ich fordere dich zu einem Rennen heraus. Du kannst machen, wie du willst. Ich mach's nicht.
umfallen. So, und Meteoriten. Jetzt geht das wieder los. Alles klar. So, Feldtrieb haben wir jetzt auch aus den Meteoriten gesaugt, gezogen, wie auch immer. Und weiter geht's zum nächsten. Ziel erreicht. Heute ist dein Glückstag. Du hast dich. Muss das die Kiste sein? Oh, da war eine Kiste. Was für ein Bunker hier? Vielleicht irgendwann mal. Wir sind da. Gute Frage, wo ist jetzt diese komische Kiste rumgekommen? Ach, ich hasse das, wenn ich verarscht werde. Ziel erreicht. Meteoriten. Ich frage mich trotzdem, ob die irgendwann auch wieder den Anfangspunkt komplett aufgebaut haben oder aufbauen. Oder ob das für immer so bei der Karte so bleibt, dass das Ding halt eben zerstört ist. Da, wo wir angefangen haben. Die Ranger-Basis. Jo, alles klar, haben wir gemacht.
So, jetzt ein bisschen. Systeme regenerieren. Jo, machen wir. Systeme voll wiederhergestellt. Jo, und jetzt machen wir weiter. Weiter zu diesem vermutlichen Punkt da. Oh Gott. Cool. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Die Eingeweide des Blablabla. Okay. Und jetzt die Piste. Nanotritenkerne. Jo, wo machen wir jetzt nächstes hin? Ach, ich muss mal einfach mal dorthin. Also müssen wir diese ganzen Relais-Dinger, die hasse ich wie die Pest. Ich will die nicht machen. Weil davon müssen wir erstmal unsere eigene Beschaffenheit wieder mal aufwerten. Vorsicht! Oasis. Wir sind da! Hier gibt's die Mutanten. Oder? Da irre ich mich da jetzt. Ja. Hey, das ist eine Stadt. Das ist eine Stadt? Das ist eine Stadt? Cool. Oh, wir haben Post. Wir haben Post. Hallo? Wo bist du? Da. Hallo, Ranger Walker. Hallo. Sie haben eine neue Nachricht. Cool. Haben wir? Oho. Achso. Da zeigt es mir an, was wir schon alles an Informationen haben. Aha. Okay. Arktisch, Arschen, Mission. Oh. Na gut, die Mission haben wir alle abgeschlossen. Einen angenehmen Tag noch, Ranger Walker. Ebenso, aber wo ich habe jetzt nie verstanden, was ich hier an neuen Informationen da bekommen soll. Gegen Bezahlung schraube ich für dich. Ah, cool. So wie jeder andere auch hier in diesem Spiel. Danke. Scraplands-Kampagne nicht mitmischen, Schwester. Ich muss mich um ein paar Probleme kümmern. Alleine. Ich weiß, dass du stark bist und viele Goons erledigen wirst. Ich komme so bald wie möglich zum Aufklärungsposten. Ewige Ehre den Shrouded. Alles klar. Oh. Nachschubauftrag des Oberkommandos. Benutze die Idioten von der Handelskoalition, um die Gegenstände auf der beigefügten Liste zu beschaffen und schnellstmöglich zum östlichen Außenposten zu liefern. Wir sind bald bereit für Phase 4. Okay. Ein Ranger. Endlich jemand, der es wert ist. Ja, was gibt's denn? Atom Hammer von den Immortal Shrouded. Ich war früher eine Klinge des Dritten Ordens. Doch dann wurden mein Rang und meine Ehre angezweifelt. Mein Killteam und ich wollten die Bestie im Motorenkrab erledigen.
Es wäre eine große Ehre gewesen, sie zu töten. Oder beim Versuch draufzugehen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Plötzlich brach der Boden durch. Und beim Sturz in die Tiefe verlor ich meine Waffen und meinen Stolz. Ich überlebte als Einziger. Ich konnte die Bestie nicht erreichen. Also kehrte ich nach Hause zurück. Ohne Beute und ohne Waffen. Entehrt. Man kann nicht immer gewinnen. Nein. Es zählt nur der Sieg. Oder der Tod. Aber der Crusher ist nicht unbesiegbar. Nein. Ein Ranger könnte ihn töten. Du könntest es. Dann hätte ich meine Waffen zurück. Und einen Teil meiner Ehre. Alles klar, verletzte Ehre. Was ist denn hier los? Ruhe da draußen, ich will schlafen! So, verdammt. Was ist denn hier los? Wer ballert denn hier so sich gegenseitig ab? Ach, da hinten. Alles klar. So. Wir haben noch eine neue Ortschaft hier gefunden. Finde ich sehr interessant. Erkunden ja noch weiter. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.